Hey. Und abschließend kann mir dann doch nicht verkneifen, auch zu Herrn Beckham von der AfD noch was zu sagen. Ist ja schon einfach interessant zu sehen, dass hier mir nichts, dir nichts, einfach die Marktmechanismen für den Wohnungsmarkt, für etwas, was nach der UN-Sozialcharta ein soziales Menschenrecht ist, erklärt werden. Was Herr Beckham hier im Prinzip den Menschen in Deutschland gesagt hat, ist, Marktregeln sollen auf dem Wohnungsmarkt komplett durchschlagen. Was baut der Markt im Moment 14 Euro kalt den Quadratmeter aufwärts im frei finanzierten Wohnungsbau? Das ist das, was Sie den Menschen in Deutschland sagen. Gesprochen hat Ihre soziale Heimatpartei in Deutschland, die AfD. Das wird auch nicht besser, wenn man danach noch Rio Reiser bedient. Sie haben sich heute eher orientiert, wie Sie es so oft tun, an Slime, die damals schon gesungen haben, Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Das ist das Motto Ihrer Partei und Ihrer Herr Fraktion. Kollege. Und so machen Sie auch Politik in diesem Haus, bei der Wohnungsmarktpolitik und anderswo genauso. Lieber Kevin, die hohen Mieten in unserem Land kommen nicht daher, dass böse Vermieter dauernd alles erhöhen, sondern dass so viel Nachfrage da ist und so wenig Wohnungen gebaut werden. Die Nachfrage kommt, wir wissen es beide, insbesondere durch die Massenzuwanderung, die deine Partei und einige andere Parteien seit Jahren hier betreiben. Und das ist schädlich für unser Land. Und jetzt haben wir auch noch wahnsinnig hohe Heizkosten, die auch, jedenfalls von deiner Partei, mitverschuldet sind. Insofern bringt ein Mietenstopp nur ganz schlechte Gebäude und für Vermieter einen Riesenschaden und am Ende sogar für Mieter einen Riesenschaden, wie ich in meiner Rede auch klar gemacht habe. DDR lässt grüßen. Die Partei, die hat immer Recht und Genossen, es bleiben dabei.